1322, die alles entscheidende Ritterschlacht westlich von Erhating. Seid dabei vom 18. bis 21. Mai beim Lagerleben mit Ritterturnier, Musik, Feuershows und vielem mehr. Der Pauliwirt wünscht viel Spaß bei der Schlacht 1322 bei Erhating. Auch wir sind mit dabei. Moderne Kinder- und Jugendtracht. Viele frische neue Modelle und Designs. Im Schütz Family Store Neuötting. Tag 2 in Erhating beim großen Markttreiben mit Ritterturnier angedenk der großen Schlacht von 1322, als die Häuser Habsburg und Wittelsbach um die Kaiserkrone kämpfen. Der Freitag, der zweite Tag des Lagerlebens mit Ritterturnier in Erhating auf der großen Festwiese, begann ganz im Zeichen der Kinder. In Gedenken an die Schlacht der Heere von Ludwig dem Bayern und Friedrich dem Schönen 1322. Die Häuser Wittelsbach und Habsburg duellieren sich um die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches. Der Brauchtumsverein Erhating hat eingeladen zum Lagerleben mit Ritterturnier. Aufgebaut sind verschiedene mittelalterliche Lager, ein Markt mit Ausrüstung und Verpflegung und natürlich die vielen Gruppen in ihren kleinen und großen Zelten. Musik, Tanz und Gaukelei sowie jeden Tag eine beeindruckende Feuershow zum Tagesabschluss. Damit auch die Kinder genug Raum für sich haben und ihre Fragen abseits des öffentlichen Marktlebens besuchten über 1100 Kinder am Freitagvormittag aus den regionalen Schulen und Kindergärten die Veranstaltung. Die Karten wurden für die Kinder gratis ausgegeben. Und die Kinder kamen und sie interessierten sich für die unterschiedlichen Techniken, mit denen man früher Dinge produziert hat, hergestellt hat, wie man früher gekocht hat, wie das Leben auch ihrer Altersgenossen früher war, wie hat man denn gespielt als Kind im frühen 14. Jahrhundert. Dafür war an den vielen Marktständen, an den vielen Zelten genug Platz und Zeit. Leo Biermeier für den Brauchtumsverein Erhating drückt seinen ganzen Stolz auch aus, dass so viele Kinder auf die Festwiese in Erhating gekommen sind, um dieses Leben von früher zu erleben. Und damit sich für die Kinder das auch gelohnt hat, haben sie alle auch etwas zu trinken bekommen, auf Rechnung des Brauchtumsvereins. Das darf man so sagen, 1100 Schüler inklusive Lehrkräfte und Betreuer. Also es ist wunderbar. Wir haben das unter den Titel gestellt, Geschichte zum Anfassen, Erhardinger Geschichtstage für die Schulen. Und es wurde total gut angenommen. Die Schulen aus der Region haben das Programm aufgenommen. Wir sind heute angereist und sind seit 8 Uhr früh jetzt mehr oder weniger im Lager unterwegs. Erkunden das auf eigene Faust, das war uns ganz wichtig. Alles, was interessiert, dass sie es erforschen können. Vor einer Stunde ungefähr war hier in der Arena das große Ritterturnier mit Ringelstechen, mit Sauhatz und auch ein Bodenkampf mit der Mordsense, mit dem Mordhammer Mann gegen Mann. Und das hat natürlich nicht nur die Schüler fasziniert, das ist auch immer für die Erwachsenen immer wieder ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wenn man sieht, wenn man auf dem Originalboden steht von 1322, wo sich das abgespielt hat, die Schlacht, und dann sieht man das nach 700 Jahren wieder, wie sich Mann gegen Mann, Auge in Auge gegenübergestanden sind. Beeindruckend, und das muss man immer wieder ein bisschen vermitteln. Und auch immer wieder der Gedanke, dass wir froh sein dürfen, dass wir hier in Frieden leben dürfen. Und da sollte man dankbar sein dafür. Und es ist einfach für mich persönlich auch oder für uns als Brauchtumsverein ganz, ganz toll, dass das von den Schulen so angenommen wurde. Der Freitag war ein aufregender Tag in Erhating. Der Boden war trocken genug, sodass das große Ritterturnier, der Jost, mit den Pferden und den Reitern der Gesellschaft der Vier Lande stattfinden konnte. Denn für dieses Turnier, wo zwei sich gegenüberstehen und mit einer über 3,50 Meter langen Lanze aufeinander zureiten, braucht es einen sicheren, stabilen Boden. Das große Jost-Turnier steht jetzt bevor, die Pferde werden schon hergerichtet, es sind schon alle gesattelt, aufgezäumt. Konrad der Siegreiche, ein großer Ruf eilt dir voraus. Auf was für Gegner hast du dich eingestellt heute? Oh, es sind eigentlich schon bekannte Gegner. Ich weiß, wie sie so arbeiten, wie sie stechen. Und letztendlich wollen wir sicher stechen. Ob ich dann wieder der Siegreiche sein werde, sei dahingestellt.
Und jetzt müssen wir für alle, die das nicht genau kennen, mit dem Jost mal erklären. Also man ist zu Pferde, trägt die Rüstung und vor allem hat man das Gerät in der Hand, eine lange Lanze. Genau so ist es. Was ich da vorausschicken möchte, ist, dass dies, was wir da machen, dieser Jost, völlig authentisch ist. Das heißt, wir haben richtige Rüstung an, vollwertige Rüstung, die einfach kampftauglich ist und stechtauglich ist, inklusive dem Stechhelm. Und die Lanze, die wir führen, ist eine richtige Vollholzlanze mit einer Krone vorn drauf, mit einer Länge von 3,60 Meter. Und mit der Lanze gilt es dann, den Gegner auf halber Höhe an der Jostbahn zu treffen, und zwar an der Tatsche, an seinem Schild. Das hat dann früher immer geheißen, an seinen Farben und an seinem Schild wirst du erkennen. Das heißt, bei diesem Turnier kommt der Gegner und ich sehe eigentlich nur seine Rüstung, aber wenn ich das Schild ansehe mit seinem Wappen, dann weiß ich, wer ist mein Gegner. Dann kann ich mich auf den drauf einstellen. Und wir wollen dieses Turnier oder diesen Schoss so authentisch wie möglich machen, aber auch sicher, also dass es nicht unfallträchtig ist. Das heißt wiederum, wir haben richtig gute Rüstung und dieser Stechhelm, der ist so gearbeitet, wenn wirklich ein Lanzenstich mal nicht das eigentliche Ziel, das Schild treffen würde, sondern irgendwo in den Hals- oder Gesichtsbereich ankommen würde, dann gleitet es ab und letztendlich hoffen wir, dass dann keine Verletzung nicht stattfindet. Die Verbindung mit der Heimat, so wie es der Bürgermeister im gestrigen Beitrag betont hat, ist extrem wichtig und auch dafür steht der Brauchtumsverein Erhatting mit all seinen Aktivitäten und die sind so beeindruckend, dass sogar aus den fernen USA ein Gast, der mit seiner Kindheit verwurzelt ist in Deutschland und familiär gebunden ist in der Region, die weite Reise auf sich genommen hat nach Erhatting. Eric, für dich ist das hier eine weite Reise zu einem absolut untypischen Event, wenn man Deutschland oder Bayern besucht. Eric, for you, this is a very, very far travel and an absolutely not typical event to visit, if you come to visit Germany or Bavaria. Was ist deine Verbindung an diesen Ort? What's your connection to that place here, Erhatting? Yes, I have a family here that's been here for, I don't know, decades. So. Also er hat Familie hier, er ist schon seit mehreren Jahrzehnten immer wieder hier gewesen. And Erhatting and this fest they are having here, this remembrance of this big, big battle 1322, did you hear about that before? Hast du vorher schon mal gehört von dieser großen Ritterschlacht in Erhatting 1322 und diesem ganzen Geschehen drumherum? Yes, and back in high school I took European history and it was mentioned, I remember that, it was a turning point in, you know, historical context of, you know, changing from firearms and just taking knights into battle. It wasn't, you know, this battle kind of proved that that wasn't a good idea to put your nobles and throw them in a battle and have them die and get captured, so. Also in Geschichte hat das schon mal gehört, denn in dem Fach Europäische Geschichte wurde auch unterrichtet, dass 1322 die letzte Ritterschlacht auf deutschem Boden war, wo keine Feuerwaffen eingesetzt worden sind. Und Feuerwaffen gab es schon, aber sie nicht einzusetzen hat sich dann als schlecht erwiesen. Und deswegen haben sie sich später auch durchgesetzt und man ging zurück von diesem Kämpfen mit dem Schwert und mit dem Langbogen und dem kurzen Schwert. Mit einem beeindruckenden Schaukampf wurde der Nachmittag eingeläutet in der Festarena in Erhatting auf der Wiese. Und Ritter haben auch vielseitig sein müssen, haben wir hier gelernt, denn der Ritter war ja nicht nur der hohe Herr auf dem Ross, nein, ganz am Anfang der Ritter, wie sich diese Ritterkultur so rausgebildet hat, nach dem 10. Jahrhundert auf unserem Boden, war der Ritter auch einfach erst einmal ein Gutsherr, ein Bauer, ja, und zuständig für sein eigenes Land und am Anfang auch noch zuständig dafür, dass er wirklich eine Ernte rauskommt. Richtig, er war quasi der Beschützer der Bauernschaft, des niedrigen Volkes, wie man so sagt. Und er war, wie du richtig gesagt hast, er war ein größerer Bauer. Und der Ritter ist eigentlich ständig in der Rüstung rumgelaufen. Das möchte ich auch immer wieder betonen. Der ist früher ganz leger, Alltagskleidung. Er hat sich natürlich vom gewöhnlichen Volk abgehoben. Und vor allem hat er sich abgehoben durch die Haartracht, Haar- und Barttracht. Der Ritter und der Adelige hat lange Haartracht gehabt, lange Bärte. Und das gemeine Volk kurz geschoren. Und von dem kommt auch der Ausdruck her, das waren früher die Gescherten, die Gescherten. Also mit der Schere geschnitten, die kurzen Haare, das waren die Gescherten. In Bayern kennt man das auch noch, Gescherter Lackel.
gescheiter Hammel und so. Das kommt aus der Zeit. Man hat da von Weitem schon erkannt, welchen Standes der ist, wie hoch der angesiedelt ist. Das hat man alleine an der Haar- und Bartracht schon erkannt. Also nicht nur Kleidung, sondern auch Haar- und Bartracht. Da haben wir jetzt schon wieder noch mehr gelernt. Hinter uns läuft ja noch die offene Feldschlacht. Und es ist ja bestes Wetter, die Leute sind begeistert, kämen, die Kinder laufen umeinander. Das ist doch ein schönes Gefühl, wenn man dann so diesen Zuspruch erkriegt. Und immerhin, es ist Freitagnachmittag, es ist noch nicht Wochenende. Richtig. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass der Zuspruch so groß ist. Gestern natürlich immens und heute wird es wieder so werden. Und das Wetter natürlich, jede Stunde merkt man es, dass es trockener wird. Und so eine Feldschlacht im Hintergrund, das sieht man nicht überall. Da hängt eine Mordsvorbereitung dran. Es sind mehrere Gruppen, die müssen sich vorher einmal ein bisschen abstimmen. Also das ist eine gigantische Sache. Eine Feldschlacht zu inszenieren, das ist eines Jahr der Glanzlichter, möchte ich sagen. War für uns auch schön zu sehen. Wir haben gesehen, die eine Gruppe, die eingezogen ist und ein Kampflied gesungen hat. Das haben die anderen zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Richtig. Das, wenn wir durchs ganze Lager gehen, es sind so viele verschiedene Gruppen. Und gestern Abend auch die Ernstdorfer Ritter, die waren auch am Abend da. Es war schon finster am Platz, nur eine Fackelbeleuchtung. Und die haben Lieder gesungen über das Ritterleben, über das Ganze. Und das war wunderbar bei Fackelschein, wenn man dann die Lieder gehört hat. Und rundum haben die Lagerleute dann, ob das die Kelten waren, die Wikinger, die da sind, haben Lieder angestimmt, so Feierabend. Es war wirklich eine melancholische Stimmung, also eine sehr bewegende, berührende Stimmung. Wenn man da in der Nacht auf dem Original-Schlachtfeld steht, wo das stattgefunden hat, zu größten Teilen, also ich bin rübergegangen ein bisschen und da kriegt man Gänsehautgefühl. Genauso wie Leo Biermeier es in seinem Interview angekündigt hat, Sicherheit ist ein wichtiges Thema bei allen Wettkämpfen hier in Erhatting, in jeder Disziplin, auch im Nahkampf zu Fuß. Die Gruppen sprechen vorab miteinander über die Abläufe des Kampfes, damit alles möglichst sicher ist, auch wenn es sich um einen Kampf handelt, der originalgetreu stattfindet. So eine Ritterrüstung kann auch ganz schön schwer sein und es dauert recht lange, bis man die dann anhat. Du sagst eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, wenn es schlecht geht, dauert es, bis man die ganze Montur anhat. Aber ist es dann die ganze Kampfmontur oder fehlt noch was? Wir daten jetzt noch Beinlinge, also wir daten noch Beinketten fehlen. Das ist nur das Beinpolster, gell, damit man den Schlag nicht direkt draufkriegt. Ja genau, ich bin jetzt quasi wie Fußsoldat unterwegs und als richtiger Ritter müsste die, weil ich ja zu Rost bin, her, brauche ich noch Beinrüstung. Das ist somit das Wichtigste dann. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn du jetzt ins Heilige Land gezogen wärst zum Kreuzzug, ja, dann hättest du das alles schon angehabt auf dem Pferd oder eher verstaut in irgendwelche Truhen im Tross? Unterwegs niemals und dann erst, wenn es zur Schlacht kommt. Und mit diesen beeindruckenden Bildern vom einzigartigen Tjost-Turnier in Erhatting verabschieden wir uns. Am Sonntag schließt das viertägige Event mit den vielen Markttreibenden, mit den vielen Beteiligten, mit den vielen Akteuren, mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr, anschließend um 13 Uhr mit dem großen Zug aller Mitwirkenden rund um das Gelände und dann ein Einzug auf die Arena. 1322, die alles entscheidende Ritterschlacht westlich von Erhatting. Seid dabei vom 18. bis 21. Mai beim Lagerleben mit Ritterturnier, Musik, Feuershows und vielem mehr. Der Pauliwirt wünscht viel Spaß bei der Schlacht 1322 bei Erhatting. Auch wir sind mit dabei. Moderne Kinder- und Jugendtracht. Viele frische neue Modelle und Designs. Im Schütz Family Store Neuötting.